Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich habe schon ein paar Sachen gebaut, nochmal ein paar Häuser mehr hier an der Ecke. Ein paar Sporteinrichtungen, dass die Leute da zufrieden sind, Kino. Und was ich natürlich auch schon vorbereitet habe, weil das schon ein bisschen komplex ist, habe ich hier einmal eine Kiesgrube. Die ist auch angeschlossen schon mit allen. Dann haben wir eine Verarbeitungsanlage für Kies und ein Lager für Bruchsteine. Weil die Typen müsste eigentlich Bruchsteine herstellen. Was ist das? Hier müsste ja Bruchsteine doch hergestellt werden. Oder liege ich da jetzt falsch gerade? Jetzt vorhin die ganze Zeit nur gebaut. Wo stellen die denn her? Kiesgrube. Habe ich schon. Jetzt bin ich selbst gerade durcheinander. Warte mal. Maximale Produktion pro Tag Kies. Sie braucht Bruchsteine. Bruchsteine müsste eigentlich von einer Kiesgrube kommen. Weil die haben ja nicht gleich am Anfang gleich Kies. Die haben ja Geröll, also riesengroße Steine. Die müssen ja abgeholt werden. Hier hingeschickt werden, verarbeitet zu Kies. Das Kies müsste dann hier gespeichert werden. Das wiederum muss dann zum Zementwerk, um Zement herzustellen. Und das Zementwerk braucht einmal Kies und Kohle. Kohleanlage habe ich hier hinten hingebaut, weil da war Kohle gewesen. Oder hier ist Kohle. Das habe ich schon auch schon mal alles angeschlossen. Habe ich hier nochmal die Verbindung getrennt. Habe hier einen Hochspannungsschalter hingebaut. Daneben ein Leitungstransformator. So sieht das aus. Und dann habe ich die mittlere Leitung hier hingemacht. Verbindet das und das oben. So. Das soweit. Die müssen dann Kohleerz abbauen. Das Kohleerz muss auch noch verarbeitet werden zur Kohle. Und das müssen wir mal bauen. Wo war es nochmal gewesen? Da. Natürlich könnte ich das jetzt da oben mit anschließen. War ich sogar ein Überlegen gewesen. Wäre vielleicht mal nicht so dumm, ne? Wenn es passen sollte. Nur mit den Verbindungen hier ist halt so eine Sache für sich. Mal sehen, dass wir das schaffen oder nicht. Gucken wir mal. Wie ich ja schon in den anderen Folgen schon gesagt habe,
Das Spiel braucht unbedingt viel Feintuning, wenn es um Bauen geht, wenn es um Straßen bauen geht und so welche Sachen. Auch hier so welche Förderbänder und andere Sachen, da muss es auf jeden Fall verbessert werden. So wie es jetzt im Moment ist in dem Zustand, ist es schon spielbar, aber ja, schon ziemlich anstrengend. Oftmals. Man kann nicht das so bauen, wie man gern hätte oder so, weil immer irgendwas dazwischen ist. Genauso mit dem Strom. Ist natürlich ganz toll und lustig irgendwie, aber wenn man das auf Dauer macht, ist das mega ätzend, muss man wirklich sagen. Weil man überall zig von Leitungen hat. Und die Dinger hier sind auch in meinen Augen zu kurz. Die hören ab gewissen Kreis schon, Umkreis schon auf, was in der Nähe ist. So, man muss halt die Dinger überall platzieren. Und ja. Also man braucht auf jeden Fall Feintuning, das Spiel, definitiv. So, aber bauen jetzt mal eine Straße. Gucken, dass wir es hinbekommen. Ah, und sowas, guck, da geht schon los mit so welchen Kleinigkeiten. Wieso will er nicht? Aus welchem Grund? Ist eigentlich nichts. Nein, da sagt er, hier soll eine Kurve. Dann machen wir die Kurve. Geht's wieder? Da geht's auch, okay. So welche Sachen sind das halt, die in meinen Augen wirklich unbedingt verbessert werden müssen. Aber gut, das hält mich jetzt nicht davon ab, weiterzumachen und zu versuchen und zu testen, wie was funktioniert. Also schon, wie was funktioniert, zu testen und alles, das schon, aber das hält mich jetzt nicht davon ab, weiter, also das Spiel aufzuhören oder so. Ich spiele schon weiter und hoffe, dass irgendwann mal in nächster Zeit mal einige am Patch kommen, das Problem beheben. Wie sieht's denn hier aus? Gut, das wächst nur alles. Daher könnt ihr im Moment kein Essen herstellen, also Brot oder was das auch immer ist. Wie sieht das aus? Brot. Und dadurch, dass wir im Moment das nicht haben, können wir auch keine Viehzucht machen. Und daher, ich hoffe mal, dass zwei Felder reichen, zwei große. Mal sehen, wie lange das hält. Müssen wir mal sehen. Kann man eigentlich noch ein zweites Silo dran bauen? Wo ist denn jetzt hier? Rein theoretisch gesehen schon, ne? 800 Tonnen. Produziert ein Feld. Steht nicht dran. Mal sehen. Also. Gehen wir mal wieder zurück zur Kohle. Strom haben die. Müssen aber noch einen Weg haben. Da ist doch. So, dann kommen die da auch hin. Ja, sie kommen auch dahin. Strom hat's. So, jetzt noch die Firmen hinzufügen. Das haben wir auch. Soweit. Okay. Und das jetzt, wir machen jetzt nur die ganzen Sachen hier, um Zement herzustellen zu können. Unser eigenes Zement. Dann brauchen wir es nicht mehr zu exportieren. Dann tun wir selbst halt produzieren und benutzen. Natürlich ist das gerade mal in der Richtung der Anfang. Es gibt noch Plattenfertigungsteile, Betonwerk, Asphaltanlage, Ziegelfabrik
Stahlwerk. So, das brauche ich auf jeden Fall auch noch. Zum Beispiel Plattenanfertigung brauchen Zement und Kies. Naja, gut. Hoffen wir mal, dass das so weit funktioniert. Ich werde auf jeden Fall mal dieser Teil, das müsste jetzt der achte Teil sein von der Let's Play-Reihe. Werde ich auf jeden Fall mal, also vielleicht, ich denke mal so 40, 50 Minuten werde ich aufnehmen. Ich habe jetzt auch meinen Timer nicht an, daher mache ich jetzt einfach mal per Gefühl. Mal sehen. So, also wir müssen das anschließen. Haben wir denn hier angeschlossen? Genau, das geht ja auch nicht. Also muss auch das hier angeschlossen werden. Dann machen wir noch Fußgängerweg hin, dass die leichter haben, dahin zu kommen. So. Dann haben die das auch. Und das Geld schmilzt förmlich weg. Ich hoffe, wir schaffen das, zumindest das meiste zu bauen und so Geld zu sparen. Wie man hier wirklich richtig Geld verdient, ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Natürlich kann man jetzt das Holz verkaufen, aber auch selbst benutzen. Man kann auch das Essen verkaufen und auch das Zement und alles. Aber dann hat man ja selbst auf Dauer irgendwann mal vielleicht nichts mehr, ich weiß nicht. Vielleicht produziert man auch genug, um beides zu machen, also selbst für sich das Zeug zu benutzen und zu verkaufen. Ja, muss ich mal sehen, wie das abläuft. So, ein Bus muss noch geholt werden. Nehmen wir den größten. Ah nein. So, ne, erst hier hinten. In der Innenstadt. Und dann hier hinten hin. So, starten. Machen wir das einmal. Wir nehmen aber lieber mal zwei Busse. Vielleicht auch sinnvoller. Weil die Strecke doch weit ist. Dann nochmal da. Nochmal hier. Aufstarten. Gut, das hätten wir schon mal. Dadurch, dass wir auch Kohle abbauen und die verarbeiten. Also zu Kohle halt, ne? Können wir auch bald ein eigenes Kraftwerk bauen, wo wir selbst unseren eigenen Strom produzieren. Das wäre, denke ich mal, sehr ratsam. Dann hätte man schon mal ein Problem weniger. Was mich halt noch so, muss man einfach sagen, noch stört mit den Wegen halt der Einwohner halt. Man sieht hier zum Beispiel ganz gut, die Einwohner gehen nur von da nach da. Also nur relativ einen kleinen Umkreis. Ja, was sollte man dazu sagen? 100, 206 Meter sind das. Bis hier runter wären es vielleicht, sagen wir jetzt einfach mal Pi mal Daumen, 600, 300 Meter. Oder so ungefähr. Oder 310, 320, ist ja auch egal. Wieso können die Leute nicht die 100 Meter mehr laufen? Die Verbindungen sind hier alle angeschlossen, die Wege. Wir können hier runterlaufen, in den Gebäude reingehen und in den Gebäude. Geht aber nicht. Nein, man muss paar Meter weiter, also sprich im Prinzip 300 Meter weiter, noch eine Bushaltestelle bauen und dann die anschließen an der Bushaltestelle. Wieso macht man das? Wieso?
Wieso machen die Entwickler sowas? Aus welchem Grund? Wie viele Bushaltestellen sollte man denn bauen, ey? Wenn die Stadt größer ist, dann sind alle 300 Meter eine Bushaltestelle. Und auf der Straße will ich gar nicht drauf gucken, weil dann fahren nur Busse, Massen an Bussen. Da sind die Straßen voll voller Busse. Das ist, ja, was sollte man dazu sagen halt, ne? Ich verstehe nicht, was der Entwickler sich dabei gedacht hat in der Sache. Man kann das Gebiet wenigstens, keine Ahnung, auf 1000 Meter vergrößern. Dass das ein großes, dass die Bushaltestelle zum Beispiel, das ist eine große Bushaltestelle, dass die ein großes Feld einspannt. Dass man nicht alle paar, also wie schon gesagt, nicht alle 300 Meter eine neue Bushaltestelle zu bauen, also zu bauen halt, ne? Also das ist schon, naja, gut. Genug kritisiert. Das sind halt so auf jeden Fall die Probleme, was das Spiel auf jeden Fall hat. In meinen Augen. Das muss auf jeden Fall verbessert werden, so welche Sachen. Aber wie schon gesagt, das ist ja Early Access. Das habe ich auch schon mal mehrmals erwähnt. Daher akzeptiere ich erstmal so welche Fehler. Aber ich hoffe, dass sie auf jeden Fall irgendwie das beheben. Weil wenn sie es nicht beheben, dann ist der Preis, wie er jetzt gerade ist, vollkommen übertrieben und überteuert. Das ist halt meine Meinung, ganz ehrlich gesagt. Spielbar ist es schon, das auf jeden Fall, aber man kann es natürlich nicht mit City Skyline oder so vergleichen, ne? Das kann man auf jeden Fall nicht. Soll es ja auch nicht sein, es soll ja nicht City Skyline sein. Da geht es ja um normal, in einer ganz anderen Dimension, von der Größe her, von Stadtgröße her und alles. Und ist halt normal ganz anders aufgebaut und so weiter. Aber das brauche ich ja nicht zu erklären. Das Spiel ist ja auch schon länger draußen. Und viele kennen das Spiel. Ja, gut. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Die Kohle. Wir wollen genau erstmal Fahrzeuge kaufen, um. Ich weiß nicht, was die produzieren. Ich glaube, Bruchstein produzieren die. Oder Kies. Ich habe keine Ahnung. Nee, Bruchstein müssten die produzieren. Das muss natürlich geliefert werden, also da abgeholt werden und weiterverarbeitet werden. 12 Tonnen. Sieht schon mal ganz gut aus. 14 Tonnen. Das ist noch besser. Was kann der noch alles? Kohleerze. Bruchstein. Von da. Kann der da seinen Start direkt abholen oder? Ja, doch, ich glaube schon. Na, da. Kies, Bruchstein. Und entladen. Nee, doch, klar, Bruchstein. So, dann lassen wir den mal fahren. Nehmen wir erstmal nur ein. Lass mal testen. So. Jetzt haben wir das. Was wird hier gebracht? Haben wir einen Bus hier schon angeschlossen? Ja, ne? Oder? Ich weiß gar nicht. Da kommt noch mal einer. Fährt der hin? Ne, der fährt oben lang. Ne, wir haben gar keine Busse. Okay. Müssen wir das auch mal machen. Ich nehme jetzt die größeren Busse, weil das einfach die größeren sind. 83 Personen. Erst hier. Und da.
Schlacht. Da lassen wir mal eine Bus fahren, das ist okay. 15 Personen, 30 Personen, ja, da passt ein Bus. 15, da kommen gar keine. Und hier sind wie viele? 40. Ist in Ordnung, ist auch ziemlich voll. Wie viele Einwohner haben wir? 550. Ich hatte schon mal mehr gehabt, über 600 hatte ich gehabt, wo ich die Häuser gebaut habe. Wahrscheinlich sind welche wieder ausgewandert durch die Arbeitslosigkeit, aber das müsste ja auch dann beseitigt sein, wenn die Fabriken einmal laufen. So, also wir haben jetzt hier einen Bus angeschlossen. Das liefert er dahin. Ist das der Kies hier gespeichert? Das hier war nochmal Verarbeitung von Kohle. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ich gerade überlege. Da ist ja ein Verarbeiter. Nein, das geht nicht. Aber mal hier so. Tschuck. Ne, das geht aber leider nicht. Kleiner Rohstoffspeicher. Ach Gott. Dann das Lager. Ne, das war Rohstoff. Laden. Ne, warte mal. Jetzt bin ich gerade verkehrt hier. Wo bauen wir es? Eigentlich müsste ja eine Verbindung reichen. So geht's ja nicht, wir müssen es ja so bauen. So, mal weiterlaufen lassen. Verbinden wir die. Straße. Hat das Strom? Ne, ist glaube ich nicht. Ist glaube ich schon zu weit weg. Aber warte mal, ich habe da hier eins gebaut. Sollte mir nicht alles auch zu besser. Ja, das ist halt, ne? Hätte ich doch mal näher bauen sollen. Gut, dann reißen wir das hier nochmal ab. Kostet ja kein Geld. Nein, nein. Ist alles kostenlos. Hier kann man es ja bauen. Na, ab 320 Meter funktioniert das mit dem Strom nicht mehr. Könnte ruhig größer sein, der Umfang.
was haben wir jetzt da dran? Es wird dann. Die Kohle wird ja hier gespeichert. Wo sind die Kohlen? Da. Die Kohleerz kann ruhig hier reingemacht werden, das ist okay. Das sind 25 Tonnen. Mal sehen, wie viele LKWs wir brauchen, um das nicht komplett zu überfüllen, aber auch nicht zu wenig. Das heißt also, wir müssen von da. Na da. Nochmal den Namen sagen, was er machen soll. Dass nicht irgendwas anderes dazwischen kommt, mal wenn es ein bisschen größer alles wird mit der Zeit. Stach. Das ist jetzt nur einer. Nehmen wir mal lieber zwei, weil einer macht 14 Tonnen. Bis er wieder zurück ist und wieder hingefahren ist. Ist wahrscheinlich das Lager dann wieder so gut wie leer. Gott sei Dank habe ich den Sprit nicht angemacht. Den habe ich erstmal weggelassen. War auch ganz gut so gewesen, die Idee. So. Okay, die machen auch das. Die fahren das hier hin. Das war nochmal Zement weg. Und die brauchen ja den anderen Shit. Kepper. Den nehmen wir auch ruhig mal den großen. Also okay. Nehmen wir aber nur einen. Der soll von. Da, na da. Und soll nur die Kohle aufsammeln. Plus Wachen noch eingeben. Starten. So. Das hätten wir auch. Wie sieht es hier denn jetzt aus? Personal. Arbeiten welche? Kohle und Kies fehlt natürlich, keine Frage. Das ist okay. Es fehlt Kohle erst, das ist auch okay, das stimmt. Es fehlt Bruchstein. Wo ist denn der? Der ist ja schon, müsste da schon losgefahren, oder? Aktuelle Produktion pro Abteilung. Den größten Bagger genommen. Personen sind wir denn? 92 arbeitslos, das ist sehr gut. Das sieht sehr gut aus. Wie sieht es mit den Feldern aus? Sie sind auch bald fertig. So, ich lasse das jetzt mal laufen. Das Fahrzeug. Oh, wir haben 9. Oh, okay. Den nehmen wir natürlich, wenn wir noch schon mal 9 bekommen. Nehmen wir doch gleich mal den besseren. Sag mal her, was kann denn der? Wo soll der hin? Das war September. Haben wir. Für Dollar. Ah, okay. Ah, hier sind ja nochmal andere. Was ist denn der Unterschied zwischen denen und denen?
6 Tonnen. 6 Tonnen. 20 km/h. Wahrscheinlich fährt die auch 20, ja. Gut. Westdeutschland. Stufe. Erntegeschwindigkeit Stufe 35. Das ist der beste. Und der Erntegeschwindigkeit Stufe 28. Okay, da ist der andere schneller mit der Abernten. Gut, dann verkaufen wir die hier. Können wir das machen? Für den anderen. Zwei Stück. Okay. Passt das sogar, weil dann müssen die bald rausfahren. Wird auch nicht mehr lange dauern. Dann haben wir zwei deutsche Mähdrescher. Die kennt man ja soweit. Müsste eigentlich soweit eigentlich alles funktionieren. Müssen wir mal einfach abwarten, was passiert. Aber in der Zeit gucke ich schon mal, was wir denn sonst noch brauchen. Wir brauchen hier Zement und Kies, Plattenfertigungsteile herzustellen. Wahrscheinlich ist das das Endprodukt, ne? Ja. Und damit wahrscheinlich die Plattenhäuser zu bauen. Was war das hier nochmal? Zement. Genau. Was brauchte er nochmal? Kies und Zement. Ja gut. Den Kies, den können wir eh nicht. Den müssen wir beliefern lassen. Aber den Rest können wir. Doch, hier ist ein Fließband dran. Können wir per Fließband laufen lassen. Jetzt müssen wir, wenn dann hier. Ah, da ist die Straße im Weg. Okay, ich glaube, das muss erst fertig sein. Jetzt können wir zum Beispiel hier, das habe ich auch erst heute entdeckt, man kann jetzt hier Vertrag kündigen, selbst bauen. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann hört er auf zu bauen und die restlichen Materialien, die hier verbaut werden, die, wenn wir die jetzt selbst herstellen würden, können wir die dahin liefern lassen. Und das bauen. Ja, kostengünstiger, das schon. Glaube ich zumindest. Ja, eigentlich schon, weil man produziert eigentlich, denke ich mal, mehr. Vermute ich mal. Und deswegen kann man auch daraus einen Gewinn machen. Aber ich, das sind auch nur Vermutungen. Soweit bin ich ja selbst nicht, wie er ja sieht. Daher ist das alles noch Theorie. Was muss Eingang zum Ausganggebäude gehen? Was labert der da? Ist doch richtig eigentlich. Das geht natürlich nicht so schräg zu bauen. Schade eigentlich.
nichts. Es gibt gar nichts. Ne, so geht's nicht leider. Keine Möglichkeit. Da hinten ist auch wieder kein Strom. Bushaltestelle ist da ja natürlich auch nicht. Dann müsste man da wieder eine bauen. Nur das eine Gebäude mit Personen zu füllen. So. Plattenanfertigung. Man sieht es aber auch nicht. Ne? Mit den, mit der Busverbindung zum Beispiel sieht man selbst nicht. Das denn überhaupt so schräg ein bisschen? Kannst du nicht bis dahin bauen? Das geht's nicht. Und dann könnte ich das vielleicht anders bauen. Also anders machen. Nee, geht nicht. Schade. Busverbindung hast du auch nicht. Oder? Ne. Und dann reißen wir es hier hinten ab. Und bauen es vorne hin, wo alles ist. Geht halt leider nicht anders. Aber man kann ja Gott sei Dank die Fahrzeuge benutzen, um das alles transportieren. Dann werden die Straßen halt wahrscheinlich ziemlich voll werden, aber gut, ist halt so. Kann man nichts machen. So. Ja, es geht. Strom ist auch da. Das auch anschließen. So. Mal gucken, wie läuft denn das jetzt hier? Die bauen ab, ne? Aktuelle Produktion 0,31 Tonnen pro Stein. Was sind die andere? Was sind das Fahrzeug immer da oben? Wie hat der denn? 5 Tonnen. 5 Tonnen Bruchstein hat der schon mal drin. Okay. Der hat schon mal Kohle. Das heißt, also der hat schon mal Kohle Erz bekommen. Das funktioniert auch soweit. Hier ist noch gar kein Kies. Boah, wie lange brauchen die denn dafür, ey? Das hier zu befüllen. 5,2 Tonnen. Ach du Scheiße, das dauert ja Ewigkeit. Wie viele Kiesgruben soll ich denn da bauen, ey? Da überhaupt in der Produktion hinterher zu kommen. Gut. Jetzt verstehe ich auch, warum so viele YouTuber das Spiel nicht spielen wollen. Also, die spielen es nur vielleicht mal so 2-3 Teile. So angespielt halt nur. Und das war's mehr nicht. Das verstehe ich auch. Oh. Es ist wirklich halt ja ein bisschen anstrengend, sag ich mal. Man
man sollte vielleicht doch ein halbes Jahr warten. Vielleicht sieht es dann besser aus. Vielleicht sind es dann nochmal, wie schon gesagt, halt einige Details nochmal verbessert worden. Mit dem ganzen Kram, also mit, ne, wie ich schon vorher angesprochen habe. Was würde denn das bringen, wenn ich jetzt hier noch eine Kiesgrube hinmachen würde? In der Ecke vielleicht. Weil hier oben ist ja alles Kies gewesen. Oder ist immer noch Kies. Würde dann das dann sein? Ne, warte mal, das ist doch Kiesgrube. Das würde niemals funktionieren. Kann ich mir kaum vorstellen. Was macht er denn da? Ja, geht's schon nicht. Hier wird es vielleicht gehen. Was sieht denn das so aus? Naja, kann es nicht verschieben. Also die Steine da. Ja, das ist auch so mal. Hier ist zum Beispiel richtig viel Kies. Hier hingehen noch. Nee. Hier vielleicht. Nein. Ja, das sind halt so alles so Kleinigkeiten, die schon sehr stressig sind. Hier ist überall Kies und da, wo Kies ist, geht es aber nicht zu bauen. Da geht's. So, jetzt wird das Problem mit der Straße wieder sein, wie immer. Ja. Gut, da hier funktioniert es wenigstens. Muss man sehen, was hier drunter bauen. Da noch einer. Das ist schon der beste, den man kaufen kann. Jetzt ist wieder das Problem. Hier kommt nichts hin, kein Strom, keine Person. Also alles nochmal bauen.
noch nach einer Stromleitung, weil man ja so unglaublich viele hat, also noch nicht genug hat, muss man noch mehr bauen. Also das ist bei, na, weiß ich nicht. Man hätte es irgendwie anders regeln können, mit Sicherheit. Ich will das Spiel jetzt auf keinen Fall schlecht reden oder so. Aber es geht mit Sicherheit besser. Na komm schon, sei mal nicht, übertreib mal nicht das bisschen da. Mal halt komplett hier einen Kreis. Mensch. Gut, dann reißen wir es nochmal ab. Ist ja kein Geld. Jetzt habe ich die Straße aus Versehen mitgerissen. Das macht schon ein bisschen aggressiv in manchen Sachen. Dass das nicht immer so funktioniert. Das kostet ja immer alles Geld und sowas halt, ne? Das ist halt, da kommt noch mal dazu. Oder auch Ressourcen, je nachdem, wie weit man schon ist. Er will nicht hier oben krank bauen. Geht nicht. Er will es einfach nicht. Das stört ihn irgendwas. Das Stück hier, warum? Wieso? So, jetzt. Sieht total scheiße aus, aber hey, egal. Ich habe noch keinen YouTuber bisher gesehen, der das Spiel spielt, ist egal, in englischen Bereich oder wo auch immer, oder deutschen Bereich, der irgendwie das schön baut. Bei denen ist auch alles kreuz und quer gebaut, alles durcheinander. Überall sind Leitungen verlegt, überall sind Straßen irgendwie gebaut. Fußgängerwege sind überall irgendwo quer. Du kannst einfach nicht schön bauen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist einfach nicht machbar. Der Zug ist draußen, aber wir benutzen im Moment ja eh keine Züge. Ist weit genug. Da müssen wir überlegen. Jetzt muss ja eine neue Leitung dahin. Gibt es hier noch eine? Kann man nicht sehen. Ja, haben noch eine. Und danach ist die hier verbraucht. Oben gibt es noch eine, dann müsste ich aber hier voll den Bogen machen. Weiß, wie viele ich hier hinten noch brauche. Ach du Scheiße, hier brennt auch gerade was. Keine Feuerwehr. Stimmt ja, ich habe ja das mit dem Feuer gemacht. Was ist alles? Baue ich mal ganz schnell eine Feuerwehrwache. War die? Nee, nicht hier. Wo war denn?
Feuerwache. Aber weil die Wege zu weit sind, kommt keine Feuerwehr. Wir haben keinen Bock, so weit zu laufen. Wir wollen lieber mit dem Bus fahren. Gucken wir mal, wie wir es hier jetzt verbinden wollen. Da, natürlich geht's nicht. Ah ja, das geht auch nicht. Egal. Dass ich das damit selbst klarkomme. Was braucht denn die Feuerwehr? Sie braucht natürlich Personal. Wie schon gesagt, die Bushaltestelle ist vielleicht schon zu weit weg. Ja, sie ist zu weit weg. Oder? Oder muss sie erst fertig gebaut werden? Ich lach mich jetzt kaputt, wenn die Feuerwehrwache zu weit weg ist. Guck mal, ne, sie ist nicht weit weg. Die ist noch nah genug dran. Okay. Was gibt's denn hier für Fahrzeuge? Was haben wir denn hier? Ist das größte soweit. Ja, was hätte der? Nehmen wir mal Feuerwehrwagen, den Feuerwehrauto, Feuerwehrfahrzeug. Haben wir mehrere verschiedene. Mal jetzt auch gleich erstmal Schluss, weil ich ein klein bisschen gereizt bin durch die Aktion hier mit den Bauern andauern, dass es hier nicht so ganz funktioniert, wie ich das gerne hätte. Feuer gelöscht. Was sind da die Feuerwehr? Wurde gar nicht gelöscht. Da habe ich was verpasst eben. Shit. Zumindest habe ich keine gesehen. Auch. Sehen hier die Fahrzeuge aus. Noch mal brennen. Mal sehen, wie das aussieht. Sieht aber.
Aber wenigstens benutzen die Leute die Feuerwehrwaffen und schon. Viele Ärzte haben wir noch. Mehr als genug. Komm, kauf mal noch einen deutschen Krankenwagen. Wie ihr auch schon merkt, habe ich die Musik ausgemacht, weil das nervt einfach nur auf Dauer. Da ist sie doch ein bisschen eintönig. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie lange ich jetzt aufnehme. Deswegen würde ich erstmal sagen, beende ich erstmal hier. Und ja, mal sehen, wie wir hier weiterkommen. Wir brauchen ja Zement und Kies. Das dürfte eigentlich kein Problem sein, wenn es mal hier vorangehen würde. Ich weiß nicht, an was es liegt, dass es zu wenig Personal ist vielleicht. Dass es deshalb so lange dauert. Oder an auch ein anderes Problem. War der denn schon mal irgendwo drin gewesen? Ja doch, der war schon mal da gewesen. Kies haben die. Kies müsste ja eigentlich dann hier abgelagert werden. Genau. Gut, den Rest machen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, wir bauen es auch ab. Sehr gut. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.